Hallihallo, meine lieben Reborn-Freundinnen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und ich begrüße euch wie immer ganz, ganz lieb und herzlich in meiner Violas Babystube. Und wie ihr seht, gibt es wieder eine Neuvorstellung. Auch wenn ihr den Zwerg schon einmal gesehen habt bei mir, stelle ich ihn auch natürlich euch auch diesen kleinen Zwerg vor. Ja, jawohl, ne? Das ist der kleine Willi. Er entstand aus dem Bausatz von Linde Scherer. So, die Nägelchen zeige ich euch gleich mal hier. Halte ich gleich mal ein bisschen drauf. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt die Einzelheiten. Ja, der kleine Muckelmann, der hat wieder ein Painting. Und es gab ihn zwar schon mal, aber warum soll nicht, was gefällt, auch ein zweites Mal zu haben sein oder zu bekommen sein? Es sind doch trotzdem immer irgendwie Einzelstücke für jede Mami, ein süßes kleines Mäuslein, so wie sie sich das vorstellt, ne? Ja, so, dann wollen wir mal ein ganz bisschen auspacken hier. Dann kann ich euch schon mal den Körper zeigen. Es ist hoch, ich gerate hier mal selber aus dem Bild. Das möchte ich nicht, aber ich wollte schon mal den kleinen Mann so zeigen. Ne? Den ziehen wir jetzt gemeinsam an und machen ein ganz schmuckes Kerlchen aus ihm, so wie aus dem kleinen Willi. Ja, er macht hier so die Unterlippe so ein bisschen. Ne? Ja, blablabla macht er. Jawohl. So, aus dem werden wir jetzt einen ganz kleinen, süßen, angezogenen Jungen machen. Niedlich ist er ja schon mit seinen Kulleräuglein, ne? Ja. Jawohl. Gut, meine Lieben. Bis gleich dann. Es geht weiter mit Einkleiden, wenn wir umgezogen sind auf den Wickelplatz. Also, es geht fix. So, meine Lieben. Nun sind der kleine Willi und ich wieder umgezogen auf den Wickelplatz. Ging ganz fix. Habt ihr gesehen, ne? Nix gemerkt. Nur schnell umgeschaltet. Ja, sind wir umgezogen auf den Wickelplatz und nun möchte ich euch den Kleinen richtig zeigen. Und wir ziehen ihn gemeinsam an. Ja, da ist der kleine Mucki, ne? Ja, ihn gibt es zwar schon einmal, aber jeder ist eine kleine Persönlichkeit, ne? Ja. Auch dieser Willi ist eine Persönlichkeit für sich. So, das ist also der Willi von Linde Scherer, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und ja, was gibt es über ihn noch zu sagen? Gewogen habe ich ihn schon. Er wiegt 3180 Gramm. Ist also ein ganz schön, obwohl man das wieder mal nicht sieht, hat er ganz schön was auf der Hüfte oder auf den Rippen, ne? Wo auch immer die hier sind. Ja. Gut, dann wollen wir ihn fix noch messen und dann geht es weiter. Dann wollen wir schauen, wie groß oder wie klein der Zwerg ist, ne? Ja, so, jawohl, da schaut her, weiß nicht, könnt ihr sehen, 52 Zentimeter ist der kleine Bursche. So, ja, was nun? Jetzt weiß ich nicht mehr weiter hier. Na, sowas. Der Kleine verwirrt mich hier. Ja, Nuki hat er. Nuki hat er auch, ne? Und ach so, ich wollte euch das Painting zeigen. Ach ja. Das habt ihr ja schon gesehen, dass er ein Painting hat, aber ich möchte euch das trotzdem zeigen. Ne? Jetzt drehen wir ihn mal ein bisschen um und dann zeigen wir das mal von hinten. Ich mache es ja immer ein bisschen zarter, sodass man auch von der Kopfhaut noch was sieht. Wem es gefällt, ich finde es eigentlich reizend und sehr niedlich. Mir selber macht es großen Spaß, das so zu machen. Und es ist aber nicht immer dasselbe oder das Gleiche. Es ändert sich doch immer so ein bisschen, ne? Gut, ja, das dazu. Jetzt wollen wir den Kleinen mal anziehen, ne? Ja, er guckt immer so ein kleines bisschen skeptisch, aber er hat wunderschöne mittelblaue Kulleraugen und die reißen alles raus, glaube ich. So. Na gut, wie groß er ist, wissen wir jetzt und wie schwer. Dann wollen wir es mal mit dem Windelchen versuchen, ne? Ja, du bist ein starker Mann hier, ne? Ja, ordentlich kräftige Ärmchen hat er. So, dann fangen wir mit der Windel an. Ich habe gleich nur Windel Nummer 2 genommen, weil ich ihn ja vorher gewogen hatte, dass er nicht ganz klein, einer von den ganz Kleinen ist, das wusste ich vorher schon. Das merkt man ja, wenn man sie befüllt und wenn man sie wiegt, dann weiß man ungefähr,
das ist schon eine Nummer größer, wenn der sein muss, ne? Ja, da muss eine Nummer größer ran. So, das war Windel Nummer 1 und dann nehmen wir jetzt ein, nee, das nächste größere Modell. Die Windel Nummer 2 hat dann die Größe, naja, ich werde mich nicht selber verwöhnen hier. Ich nehme ja immer 2 Windeln, das wisst ihr ja inzwischen schon lange. Meine Videos sind ja nun schon eine Weile auf Sendung. Na, seht ihr ihn ganz hier? Ich muss mal ein bisschen nachschieben, hm? Die 2 Windeln nehme ich immer, damit so ein richtiger schöner Windelpopo entsteht. Und damit es auch richtig toll ist, gibt es immer ein bisschen Babyduft mit in die Hose, damit unsere Reborn-Babys sich von den richtigen Babys noch auf eine andere Weise unterscheiden. Im Duft, ne? Wenn ein richtiges Baby hier was drin hat in der Windel, das riecht ganz anders, ne? Ja. So. Dann haben wir ja gleich das erste schon wieder geschafft. Eine Windel haben wir den Kleinen verpasst. Ja, er guckt skeptisch. Er möchte nach Hause, ne? Zur Mami? Möchtest du zur Mami? Ja, und wenn ich das so immer schon sage, dann wisst ihr, der kleine Mann hat leider, oder für mich ist es ja sehr schön, wenn die Babyleins so begehrt sind, er hat auch schon eine Mami. Aber vor Ostern kommt noch was. Das hatte ich ja schon auf einem anderen Video gesagt und vielleicht verliebt sich dann jemand in das, was dann noch kommt. So, da musste ich nochmal losziehen, Body kaufen, wieder einmal. Ich mache das mal hier ab, ne? Liebe neue Mama, ich habe immer Angst, dass das dann hier hinten scheuert im Nacken. Das möchte ich dann vermeiden und deshalb mache ich hier auf der Haut oder der auf unserer Reborn-Haut, da mache ich die Schildchen ab, damit es kein Ärger gibt oder keine Traurigkeit, dass dann Farbe ab ist. So, na und wie ich das hinkriege, ich habe meinen richtigen, wieder einen Body nach meinem Geschmack gefunden, ja. Ja, ich musste tatsächlich noch einmal los Body kaufen. Ich denke immer, ich habe wer weiß was für Vorräte und dann gucke ich in den Schrank oder in meine große Reborn-Baby-Klamottenkiste. Und die Bodies sind schon wieder mal aus. Ja, oder zu groß, oder gefallen mir nicht, oder sonst was. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, so, da haben wir den Nucki mit dem Sternchen dran. Das passt ja irgendwie, ne? Sternchen und Wölkchen, hier sind auch kleine Sternchen drauf. Na, das habe ich doch gut hingekriegt, den Body mit Sternchen ausgesucht. Ja, ich zeige ihn noch mal so ein bisschen so, dass man ein anderes Bild ergibt. Nur geh noch mal rein und dann suche ich mal, was wir noch Schönes haben zum Anziehen hier. Ja, ja, hier habe ich ein kleines Set gefunden mit einem Tierchen drauf, was immer das auch sein mag, was zwischen Teddybär und Hündchen. Und dazu gibt es eine Jacke. Dann nehmen wir mal den Nucki weg und dann ziehen wir mal die Jacke an. Hier kann ich die Schildchen dran lassen, weil ja da Stoff dazwischen liegt, ne? Da machen wir nicht so viel Firlefanz und die neue Mama erkennt auch, dass das neue Kleidung ist. Dass meine Mäuse werden immer mit neuer Kleidung eingekleidet. Es sei denn, es wird mal was anderes vereinbart, dann geht auch mal was Gebrauchtes oder... Naja, das ist jetzt so, wie es ist. Na? Ja... Da machen wir ein schickes Jüngelchen aus dir, hm? Da machen wir einen ganz schicken Jungen raus, hm? So. Der kleine Willi-Mann, der ist beliebt, ne? Ja. Der kleine Willi-Muckel. So. Ja, Ich mache das Painting immer so ein bisschen zarter. Ich versuche es zumindest. Das ist so, wie ich mir das vorstelle mit den Paintings. Es wird auch noch gerotete Babys geben. Es wird gefragt, ob ich nur gar nicht mehr rote. Doch, ich rote noch. Aber nicht mehr so ganz viel. Das ist ein zeitliches Problem. Und das ist auch ein Problem, dass ich das Einatmen der Abfälle von dem Roting, wenn man die Haare einpixelt, ergeben sich so kleine Spelzen und die vertrage ich nicht so sehr gut beim Einatmen und so weiter. Aber es gibt noch gerotete Mäuse. Ganz kann ich ja selber nicht aufhören. Ich finde es ja selber immer schön, wenn Härchen sind. Aber wie gesagt, mir gefällt auch das sehr gut, dass die Härchen so an. Ich zeige euch den nochmal so.
dass die Härchen so ein bisschen wie angeschwitzt oder nach dem Schlafen anliegen. Das finde ich selber auch sehr schön. Und es ist eben sehr pflegeleicht. Man hat nicht den Ärger, das Mohair zu pflegen. Aber jedem das Seine, das sage ich ja oft genug. Ne? Jeder so, wie er es mag und wie es möglich ist. So, dann ziehen wir mir mal das Strampelhöschen an. Ja, das ist eine Größe 68, aber die fallen immer kleiner aus. Die Erfahrung habe ich schon gemacht und deshalb nehme ich immer eine Nummer größer. Kann auch mal ins Auge gehen, wenn sie dann so ausfällt, wie es draufsteht, ne? Ja. So, dann werden wir mal hier was aufmachen. Ich wirke hier heute richtig rum. Ich freue mich, dass ich nochmal wieder bei euch sein kann mit dem Video. Denn ich habe jetzt eine ganze Weile durchgearbeitet. Da gab es nicht allzu viele Videos und jetzt kommt eins nach dem anderen. Ja, es ist halt so. Man schafft sich immer einen gewissen Stand und dann gibt es mal weniger und mal mehr Videos. So, und vor Ostern kommt noch, hatte ich ja gesagt, kommt noch was. Jawohl. Mir macht es ja auch Spaß, mit euch ein bisschen zu schnattern oder euch was vorzuschnattern, ne? Jo. Und ich freue mich immer über eure Kommentare unter den Videos. Bin ich immer ganz glücklich, wenn ihr alle so lieb schreibt. Ja, na, das ging ja schon wieder fast flotti. Na, hellblau ist aber auch eine coole Farbe für so einen kleinen. Was steht drauf? Sweet Baby Bear. Na, das kann ich ja fast, das brauche ich nicht übersetzen, ne? Mit meinen Englischkenntnissen. Ein kleiner süßer Babymuckel. Ja. So, ich werde ihn mal noch, er hat so ein schönes Köpfchen, ich werde ihn mal noch mal rumdrehen, werde euch das noch mal so zeigen, wie es aussieht, wenn Babymäuslein so von hinten schläft, ne? Ja, wenn es auf der Seite liegt, dass man das mal so sehen kann, wenn Babylein schläft, ne? Ja. Gut, nur zeigen werde ich wieder in die Kamera. Jawohl, was macht die mit dir? Das findet er alles nicht so cool, ne? Jo. Na gut, und weiter geht es. Ein paar Kleinigkeiten. Ja, ich schmeiße hier, was denkt ihr, was ich alles um mich schmeiße? Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Und das sind ja unsere Schuhchen, ne? Ja, so guck mal wieder dahin. Deine neue Mama möchte ich sehen, ne? Ja, deine neue Mama, die guckt bestimmt ganz aufgeregt, hm? Ja. So, da habe ich wieder die Püschen, ne? Bisschen kräftig blau, das hat seinen Grund. Das werdet ihr gleich sehen, warum ich diese Farbe ausgesucht habe. Ach doch, das passt trotzdem zum Hellblauen, ne? Da sind ja auch die Börmelchen, da ist ja auch was Hellblaues drin. Hier sind dunkelblaue Herzchen, also wir kriegen ein schönes Gesamtbild zusammen, ne? Ja. So, ich hoffe, dass ich die Püscheln noch lange bekomme. Ja, so, da kann er noch mal Kamera gucken, schön, ne? Ja, mal die kleinen Mucki hier. Hm? So, noch mal Nucki rein, also das funktioniert, er braucht nicht mal die Kugel am Magneten. Und wenn es nicht so richtig flutscht, dann nimmt man einfach manchmal einen zweiten Magneten hier drauf, einfach draufsetzen oder draufkleben und dann halten die meistens sehr, sehr gut. Der Magnet ist bei mir auch innen immer recht fest verklebt. Also da dürfte theoretisch nichts schief gehen. So, ein kleines bisschen fehlt ja immer noch. Die Mäuse, die nur ganz wenig Härchen hier auf dem Kopf haben oder eine Glatze, die kriegen immer ein Mützchen. Und hier habe ich eine coole Mütze. Ich mache auch hier mal das Schildchen ab, ne? Ja, damit das dann so, zack. Damit das auch niedlich aussieht und er nicht ein Schild am Kopf hat. Den Haken hin. Und mal gucken, ob ich den abkriege. Jawohl, auch den kriege ich ab. Hoffentlich ohne die Mütze kaputt zu machen. So, na du, nun lange genug geschwatzt. Ich fand diese Mütze so cool. Deshalb, es passt nicht ganz zum Hellblauen, aber ich fand sie herrlich. Im Moment stehe ich so ein bisschen auf diesen kleinen Ödeldödel da oben. Ich finde das so herrlich. So, nun wollen wir mal sehen, ob das Mützchen ihm auch steht, ne? Ja, das ist ein Fusselchen, ne? Ein kleiner Spatzi ist es geworden. Ich denke, man kann man lassen. Ist zwar ein kleiner Stilbruch, aber irgendwie doch nicht. Hier ist gestreift, da ist gestreift. Die Schuhe habe ich etwas dunkler gewählt.
kräftigeren Blau, so wie die Mütze. Ja, das ist ein tolles Bild, ne? Und dir fehlt noch was? Ja? Meinst du, dir fehlt noch was? Du? Hm? Ja, ich weiß, was fehlt, ne? Jawohl. Der kleine Muckel nimmt ein Bärchen, den habt ihr auch schon mal gesehen. Viele Dinge wiederholen sich eben, ist nun mal so, das wisst ihr ja auch. Es kann ja nicht immer alles neu erfunden werden. Und wenn die Tiere Plüschis niedlich sind, dann kaufe ich auch manchmal gleich ein zweites. Und das Reborn reist ja zu einer anderen Mami und dann kommt das Kuschelhündchen mit dem Herzchen bei der neuen Mami an. Ja, er nimmt das hier gleich mit seinen Händchen in Beschlag. Schaut mal. Gut, ich nehme ihm zum Schluss das Mützchen dann doch nochmal ab, weil ja das meine Arbeit ist ja, das Painting, die Färbung, das Baby herzustellen. Und das möchte ich eigentlich dann auch so zeigen, wie es ist. Fürs letzte Bildchen auch von diesem Video. Aber ihr braucht dieses Mal nicht lange aufs nächste Video warten. Ein paar Tage noch, dann kommen noch zwei weitere Videos. Und dann schauen wir mal. Dann brauche ich euch noch gar nicht frohe Ostern wünschen. Also meine Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Hab wahrscheinlich wieder viel zu viel geschwatzt. Aber ich freue mich auch immer wieder bei euch sein zu können. Mit euch oder zu reden, über Reborn-Mäuslein zu reden, euch das alles zu zeigen. Gut, meine Lieben, es sagen ganz lieb Tschüss der kleine Willi. Der kleine Willi sagt Tschüss und winkt nochmal. Und eure Viola aus Violas Babystube sagt euch Tschüss. Und winke, winke, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Macht es gut. Tschüss.